Wie, was? Euer Sonntag zu trübe, euer Leben verfuscht. Wieso seid ihr noch nicht ans Radio gehuscht? Da kommt die Elmi Radio Show. Wer hier so geschickt ins Haus fällt, ist Elmar Hörig vom Südwestfunk. Hier sein Lebenslauf. So, das war ich, als ich noch ganz klein war. War ich noch relativ jung, als ich geboren wurde. Und ein paar Jahre später, das ist ein Bild von hier, habe ich mich nicht sehr gut gefühlt, habe schlechte Laune gehabt. Und hier war ich beim Schwimmen, das Wasser ging mir bis zur Brust, heute geht mir es bis zum Hals. Und jetzt bin ich schon 13 Jahre alt geworden. Man beachte, wie hübsch ich da schon bin. Wenn ich Sonnenbrille auf hätte, könnte man meinen, ich sei James Dean. Und hier mit Fliege mal was ganz Elegantes, wie das die Muttis gerne haben wollen. Und hier ein Bild bei der morgendlichen Toilette. Tja, und die Zeit verging sehr schnell und so sehe ich heute aus. Hey, pst, was sucht denn der da? Ups, raus. So sehe ich heute aus. Gut, hä? Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emi Radio Show. Beide Hände an die Ohren und zweimal kräftig ziehen und nochmal. In dieser von führenden Diabetikern empfohlenen Radioshow mehr Spaß als je zuvor. Wir zeigen euch, wie weit ihr euren Hamster aufblasen könnt, ohne dass er platzt. Und wir erklären euch den Unterschied zwischen DLRG und ATG. Das Affentittengeil. Hi, Lau. Die Elmi Radio Show ist ein super Knüllel. Lau, diese Show wird heute vom Psychiaterkonsortium Dr. Flachmann gesponsert. Für 4.500 Mark in bar können Sie sich auf Ihren Geisteszustand untersuchen lassen. Und wenn Sie bereit sind, so viel zu berappen, dann sollten Sie sich dringend untersuchen lassen. Jungs und Mädels, mal zwischendurch ein Plattentipp. Hier ist die neue Single von Heino. Und wie alle phänomenalen Singles von Heino hat auch diese Single zwei Seiten. Eine linke und eine rechte. Gut, hä? Hey, kennt ihr Rod Stuttgart? Hier ist die neue Single von ihm. Die neue Single heißt Love Touch. Elmi Radio Show noch bis 15 Uhr. Und wir verlosen einen Rundflug um Helmut Kohl. Aber nur, wenn ihr weiterhin dranbleibt, okay? Radio, du kannst tolle Bilder aufbauen, die du im Fernsehen nicht aufbauen kannst. Ja? Ich kann die Leute überall hinführen und die meinen tatsächlich, die seien da. Und sie sind gar nicht da. Ich bin eben im Mikrofon und bin unrasiert. Im Fernsehen musst du immer gucken nach links und nach rechts. Die Situation im Radio ist einfach einfacher. Wenn ihr diese Platte kaufen wollt, dann geht einfach ins Musikgeschäft und sagt, ich hätte gern die Platte, die so geht. Wie heißt denn das Ding, Moment? Holiday Rap mit Micah, MC Micah G und DJ Swan. Du musst ein bisschen atmen, so, oder machen oder irgendwas. Und dann hast du Leute drauf, dass Leute sagen, was ist jetzt da los? Du musst mal näher hinhören und dann hast du sie, ne? Hast du noch eine blöde Frage? Okay, ich glaube, wir haben uns eine Pause verdient, ha? Jeden Sonntag Pop und Rock, von 2 bis 3 kriegt ihr nen Schock. Ich möchte einfach eine Stunde Spaß machen, dass die Leute sagen, Mensch, das war jetzt toll. Ich krieg viele Briefe, wo sie schreiben, Mensch, ich habe mich so down gefühlt, habe eine Stunde deine Show gehört und ich war echt wieder gut drauf. Das soll es sein und mehr nicht. Das ist meine einzige Antwort, den ich habe, sonst nichts. Oh, hallo, ihr seid auch da. Herzlich willkommen auf meinem Klo. Hier hänge ich alle Briefe hin, die ich nicht mag. Zum Beispiel diesen hier. Schreibt mir mein Hörfunkdirektor. Sie haben Ihre Spesen falsch abgerechnet. Das war sicher ein Versehen oder so. Hier ist noch einer, Moment, hier. Sie haben schon wieder Ihre Spesen falsch abgerechnet, so geht das nicht weiter. Das ist eine Verschwörung wahrscheinlich oder sowas ähnliches. Hier ist noch ein netter, guck mal. Hab mich in den Fallschirmclub eingeladen, zu einem Freisprung aus 1000 Meter Höhe, kostenlos. Mit einem neuen Fallschirm, der sich erst beim Aufschlag öffnet. Ui, ich weiß nicht genau, wie das machen soll.